Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Ja, wir sind gerade auf der Exalt-Rettungsmission, sozusagen. Sozusagen. Und ich möchte jetzt eine Nade schmeißen, und zwar so, dass ich möglichst die Deckung der Jungs hier zerstöre. Aber ich kriege leider nur zwei Stück rein, fürchte ich. Ja, ich probiere es einfach mal so, mal gucken, was passiert. Wahrscheinlich nichts Sinnvolles. So, jetzt haben wir da schon mal keine Deckung mehr. Das ist gut. Jetzt müsste ich noch die Deckung von den beiden Mongos zerstören. Okay, jetzt bist du dran. Gehst hierher. Greifst den an. Der ist tot. Das sieht schon mal ganz gut. Dann bist du dran? Kojima? Ah, nee, das ist noch nicht gut. Kojima machen wir noch nicht. Zuma da als nächstes. Gehst mal bitte hierher. Ein bisschen Deckung hast. Und dann 40%, 30%, beides nicht so geil. 40% schießen wir auf den. Gucken, ob du vielleicht triffst du ja. Nein, natürlich nicht. Was machen wir jetzt? Smith, die hat schon geschossen. Xuma hat daneben geschossen. Turn mal hierher. 37%. Auch nicht so geil, ne? Aber was soll ich machen? Immerhin, er hat gesessen. Los mal hierher. 15 und 25. Beides nicht so geil. Da werfe ich mal lieber eine Granate rein hier. Verursacht und... Na... Komm ich auch wieder nicht hin. Aber ich kann dem da oben seine Deckung nehmen. Und dann kann ich das mit dem Sniper erledigen, den Rest. Es sind nur noch die zwei. Na gut, Sniper. Wie, du kannst nur einen sehen. Ach, verarsch mich doch nicht. Na gut, dann haut den halt mal um. Ich habe Angst, wenn ich jetzt hersporte. Ich kann es erstmal mit kleinen Bewegungen machen. Ich mache erstmal einen normalen Move hierher. Es scheint nichts zu sehen zu sein. Sporte dann hierher. Okay, oh oh. Töte mir die jetzt ja nicht, Alter. Okay, der trifft schon mal nichts, das ist nicht gut. Ja, das gefällt mir sehr. Und dann darfst du ihn jetzt eliminieren. Zack. Bye bye, Exalt. Okay, wo ist mein Spion? Da hinten. Komm mal hierher. Ist hier momentan. Scheiße. Das war so klar. Okay, aber das macht nichts. Jetzt steht er natürlich voll im Offenen. Das ist natürlich richtig kacke jetzt. Dann gehen wir mal auf Nummer sicher. Digga, du kommst mal hierher. Kinetischer Schlag. Neun nur? Den hättest du eigentlich töten müssen, der Kollege, ne? Das ist jetzt ganz schön arm. Okay, was mache ich jetzt? Er kann zwei sehen. Dann hau mal rein. Der ist tot. Und wenn wir was können, machen wir das Ganze gleich nochmal. Na, zumindest ist die Deckung von ihm zerstört. So. Komm mal hierher. Nicht unbedingt das Klügste, sich hinter Fässern zu verstecken, aber was soll ich tun? Haus da rein. Klatsch, der ist auch weg. Super, jetzt müssen wir noch einen loswerden. Um unseren Agenten gleich nicht zu verlieren. Das wäre nämlich extrem dumm. Ich kann kein Run and Gun machen. Verdammter Mist. Wer ist denn noch hier? Xuman da, komm. Du musst das jetzt regeln. Mach's einfach genauso wie deine Kollegin.
Naja, eigentlich sollst du den umklatschen und nicht nur 8 Schäden machen. Wer ist denn noch übrig? Nur noch er, oha. Das ist jetzt riskant. Yeah. Komm schon, Kojima. Hau rein! Sauber! So sehe ich das gerne. So, jetzt nehmen wir erstmal unseren Spion. Komm mal hierher. Hack dieses Ding. Der Datensatz gehört fast uns, Commander. Unser Agent muss nur noch die Funkrelaisstation aktivieren. Ja. Sehr gut. Wir haben die Exaldaten zum Teil entschlüsselt. Sieht aus, als wäre ihre Kommunikation durch das Hacking unterbrochen. Suchen wir die restlichen Relaisstationen. Ja, ich weiß. So, jetzt gehen wir erstmal mit dem ganzen Team hier rüber. Und sichern diese zweite Station ab. Ja, der Rest bleibt mal am besten erstmal so. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Denn... Ich hätte vielleicht mal nachladen sollen, ne? Das kann ich eigentlich mal machen in der Runde. Du liest auch mal nach. Commander, neue Feindverbände im Anmarsch auf Strike One's Position. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen uncool jetzt, aber... Ja, okay, die haben beide Deckung. Hm. Das heißt, ich muss die erstmal loswerden jetzt. Kojima, na schön, run a gun. Weil wir es können. So, macht mal eure Reflexschüsse. Ja, das ist schon aus. gleich 5 Treffer reinbekommen. Unverschämtheit. Der zweite geht hoffentlich daneben. Gut so. Ich muss die nur beide loswerden. Bevor ich weitermachen kann. Obwohl, die haben jetzt bei dir einen Reflexschuss schon gemacht, ne? Komm nur mal hierher. So, halte ich mich jetzt ein bisschen ran. Genau. Und klatscht den hier um. Mit 100% Trefferwahrscheinlichkeit sollte das eigentlich genügen. Ja. Ich würde sagen, ja genau, he's dead. So sehe ich das auch. Und weil der kein Dings hat, dann machst du mal hier Feldposten. Feldposten. Noch ein Feldposten. Noch ein Feldposten. Noch ein Feldposten. Ah, ich habe ein paar Verwundete. Okay, wo ist denn mein Spion da? Erstmal gehen wir da drüben hin, hacken diese blöde Station. Okay. Wir haben uns in alle Funkrelaisstationen in diesem Gebiet gehackt, Commander. Alle Daten sind entschlüsselt. Ja, ich weiß. Bringen Sie den Agenten zum Evakuierungspunkt, um ihn auszufliegen. Ziel ja. Wurde aktualisiert. Ich weiß. Du machst den Feldposten. Du kommst hierher. Feldposten. Die stehen jetzt natürlich alle offen, aber so viele Exhaust sind es nicht mehr. Muss die mal nachladen, wenn da gleich noch welche kommen. Ja, warum gehst du denn nicht durch die dusselige Tür? Ach Mensch, stell dich doch nicht dümmer an, als du bist. Naja. Weitere Feinde im Anmarsch, Commander. Der hat Deckung, das gefällt mir nicht. Der hat Deckung, das gefällt mir auch nicht. Der hat Deckung, macht Feldposten. Gut, macht nix. Die klatschen wir jetzt um. Wer fängt an? 80% hier, töte mal den. Das solltest du eigentlich schaffen, wenn du schon direkt davor stehst. Ja. Und weil es so schön war, darfst du das bei dem auch gleich noch machen. Solltest du eigentlich auch treffen von das? Ey, ernsthaft. Egal. Wofür habe ich denn meine Heavies? So, nimmst du erstmal den hier. Weil es so schön war. Und dann darfst du nochmal auf den hier schießen, auch einfach, weil es so schön war. Und dir vielleicht die Deckung wegschießen. Ah, okay. Deckung hat er noch. Das ist natürlich schade. Ist aber nicht zu ändern.
Kojima turnt mal hier, vielleicht kann ich ja einen sehen. Nee, kann ich nicht. Aber Xuma, da kann bestimmt einen davon sehen. Xuma, da komm du mal hierher. Feuer, 73%. Ernsthaft? Ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun, Leute. So, komm mal hierher. Tür auf. Einen kannst du sehen. Schieß da einfach mal drauf, vielleicht ist der Glück und Trist was. Ja, sauber, sauber, sauber. Okay, dann ist die Gefahr gebannt. Wo ist unser Sniper? Da. Dann erschießt den mal hinten mal. Das sollst du ja wohl schaffen von da oben aus. So, jetzt muss ich nur noch meinen Spitzel hier in die Abholzone bringen. Und das schaffe ich auch mit einem Spurt. Und dann ist die Mission geschafft. Sehr schön. Gute Arbeit, Commander. So, dann gucken wir mal, welche neuen Hinweise es gibt auf das Exalt Hauptquartier. Wenn wir genug Hinweise haben, um noch zwei Länder auszuschließen, dann werden wir in der nächsten Episode auf jeden Fall das Exalt Hauptquartier angreifen. Hoffentlich werden unsere Truppen nicht übermütig. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exalt-Standorte werden. Drei Länder noch. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine Exalt-Mission spielen. Es reicht noch nicht aus. Er liegt nicht in Japan. Ja, das heißt, es sind nur Ägypten, Südafrika oder Nigeria drin. Und das bedeutet, mit den nächsten Exalt-Missionen bekommen wir den letzten Hinweis. Es werden auf jeden Fall am Ende immer zwei Länder übrig bleiben. Es wird nie so weit kommen, man kriegt nie so viele Hinweise zusammen, dass man es direkt auf ein Land begrenzen kann. Es werden immer zwei Länder sein. Also werden wir dann noch eine Exalt-Mission ausführen. Und dann danach das nächste Land beschuldigen. Zurück zur Basis zur Besprechung. So. Bisschen Zeit lasse ich noch eben vergehen. Ein paar Minuten haben wir noch. Transfer abgeschlossen. Und eine Terrormission, das passt natürlich wunderbar. Ich würde sagen, wir schicken schon mal den Sky Ranger. Unser Team hat sich schon wieder erholt. Und mit diesem Team legen wir los und klatschen ein paar Aliens um. So, schauen wir mal. Transporter ist ein. Beginne den Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Zahlreichen besorgniserregenden Berichten. So, gucken wir mal. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige Signalempfang. Aha. Einsatzteam befindet sich in der Nähe des Terrororts. Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat grünes Licht. Der ich sag mal, Zivilisten hat höchste Priorität. Ich sag mal, die Map ist ideal für unseren Scharfschützen, aber die Aliens, die hier rumlaufen, die klatschen wir erst beim nächsten Mal um, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within. Bis dann.